Software Patterns are here. Hallo und herzlich willkommen zur Übersetzung vom Talk Software and Business Method Patents Call for Action, also ein Handlungsaufruf betrifft Softwarepatente. Ihr hört die deutsche Übersetzung auf dem 32. Chaos Communication Congress. Please give a very warm applause to Iga and Benjamin. Ja, ich kann die erste Folie nicht sehen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt was machen muss, aber eigentlich sollte die da hinter mir zu sehen sein. Also ich warte da jetzt mal drauf, aber hallo, mein Name ist Iga, ich bin Rechtsanwältin. Also ich habe vielleicht ein anderes Interessengebiet als ihr, aber was ich sagen kann, ist, dass Gesetze hier wo ich sonst auf Konferenzen bin, die sind viel langweiliger als die, wo ich heute bin. Ich habe mich seit vielen Jahren um dieses Problem gekümmert. Ich habe meine Masterarbeit darüber, über die Softwarepatente geschrieben. Und als ich fertig war, war es 2009 und jetzt ist es fast 2016. Und ein polnischer Patentanwalt hat mir gesagt, ich sollte hier vielleicht mich nochmal um dieses Thema kümmern. Und es gibt jetzt viele neue ungelöste Probleme. Und ich möchte euch aufrufen, euch motivieren, auf Gesetzesänderungen hinzuarbeiten. Und es soll hier ein bisschen darum gehen, welche Richtung da eingeschlagen werden muss. Also worum soll es heute gehen? Es geht so ein bisschen noch um Weihnachtsstimmung. Das ist aus Christmas Carol. Da ging es also um einen alten Mann, der besucht wird von verschiedenen Weihnachtsgeistern der Vergangenheit, der Zukunft. Und es geht jetzt zuerst auch ein bisschen um die Vergangenheit und dann schauen wir, wie wir die aktuelle Situation in die Zukunft weiterführen können. Also es gab einen Vorschlag, der zurückgewiesen wurde. Und die Frage ist, was war das eigentlich für ein Vorschlag? In der EU ging es irgendwie um computerimplementierte Erfindungen und in den US waren es Softwarepatente. In Europa hieß es computerimplementierte Erfindungen. Und also war 2005 dann quasi das Ende, da wo sie die Direktive zurückgewiesen haben, wo sie einfach gesagt haben, nein, wir wollen keine Softwarepatente, wir haben keine in Europa und jetzt sind wir in so einem Art schwarzen Loch, denn es ist nichts Gutes passiert seit dieser Zeit. Und Benjamin wird euch nachher über Spezialpatente erzählen und das ist auch gefährlich. Und in 2016, da geht es dann eben um euch. Es ist eure Aufgabe. Es gab eine großartige Rede von Thomas von Safety Internet, der gesagt hat, dass für manche Sachen ist es schon zu spät. Denn darüber werden wir jetzt reden. Also wie sahen diese Gesetzgebung aus? Und ich werde einfach nur eine kurze Rede vom gesetzlichen Standpunkt aus. Und also wenn man jetzt ein Patent sich beantragt, dann sind das nicht in allen europäischen Ländern gleichzeitig gültig, sondern in jedem Land kann man einzelne Patente abgelehnt bekommen aufgrund dieser Patentkonvention. Und das hängt davon ab, wie die Unterschiede ausgestaltet sind in den verschiedenen Ländern bezüglich Softwarepatente. Und ich werde da jetzt erstmal drüber weggehen und dann über die Probleme reden. Also was ist das Problem? In der ursprünglichen Version der Europäischen Patentkonvention gab es keine speziellen Technologiegebiete, worum es ging. Das ging darum, dass es offensichtlich ist, aber niemand wusste so richtig, was das bedeutet. Und wir Rechtsanwälte wollen gern nur Patente, die auf Technologien basieren, also die man ausprobieren kann, die man anfassen kann. Also nichts Mathematisches, keine abstrakten Ideen. Und das wurde 2000 eingeführt, recht spät erst.
Das ist eine sehr elementare Patentregel. Und dann gibt es dazu noch Ausnahmen. Also, wie man hier sehen kann, es gibt Computerprogramme, aber dann gibt es ein Problem, denn hier steht auch, dass die nur dann nicht geschützt sind, solange die eben nur Programme als solche sind. Das heißt, es gibt also die falsche Vermutung, dass es patentierbare Computerprogramme gibt und nicht patentierbare Computerprogramme. Und wenn man sich das anschaut, dann hat man da nicht wirklich Softwarepatente, sondern diese Beschreibung hier, also die wissen, da sie verkaufen, da steht vegetarischer Schinken und sie wissen, man verkauft kein Fleisch, aber man weiß nicht so richtig was. Und wenn man die Patentanmeldungen liest, dann kriegt man genau diesen Eindruck. Und ich habe die kontaktiert und niemand weiß, was die eigentlich sagen wollen. Also davon abgesehen, dass sie sagen, das ist offensichtlich, wissen sie nicht so richtig, was sie da eigentlich machen wollen. Also es ist irgendwie Software, die schmeckt wie Hühnchen. Und 2000, bevor die Direktive zurückgewiesen wurde, da hat die Europäische Kommission den Bürgern gesagt, ihr müsst jetzt irgendwas tun, denn das will die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten und in Japan. Und was die nicht erzählt haben, ist, dass die Einstellung in den Vereinigten Staaten zu Softwarepatenten sich geändert hat. Und letztendlich hat man sich davon abgewendet. Und die Europäische Kommission sagt, seit 2000 sind von der EPO zwischenzeitlich 20.000 Softwarepatente genehmigt worden. Das heißt, wir müssen jetzt das Gesetz ändern. Normalerweise würde ich sagen, das ist irgendwas gegen das Gesetz, aber weil im Gesetz stand, es soll keine Softwarepatente geben. Aber im Gegensatz dazu benutzt man das jetzt als Argument zu sagen, okay, wir müssen jetzt Softwarepatente einführen. Und ja, benutzen das quasi als Hebel, als Ersatz, als Resultat dessen, dass sie jetzt schon 20.000 durchgewunken haben. Und diese Patente versuchen dich zu übersetzen, dass das nicht nur Computersoftware ist, sondern dass es irgendwas dazwischen ist, zwischen einer Erfindung und einem Computerprogramm. Und Anfang haben sie gesagt, es ist eine technische Sache. Das heißt, wenn die Lösung irgendwas Technisches implementiert, ob es in Software ist oder irgendwo anders, das ist unabhängig davon und dann dürfen wir eben dieses Patent genehmigen. Es ist also nicht nur Software. Und das bedeutet, wenn man die Software rausstreicht, dann hat man keine echte technische neue Lösung. Und die Frage ist, kann man in diesem Fall auch was tun? Naja, dann gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, es gibt einen weiteren technischen Effekt. Und wir werden ein paar Beispiele angucken, was jetzt technische Effekte sind hier für EPO. In Polen zum Beispiel haben wir eine Gesetzgebung, die sagt, Software kann eben nur nicht für Software als solche rausgegeben werden dürfen. Und die Regierung sagt, na, wir müssen das nicht machen, weil die Europäische Patentkonvention, die haben wir eben nicht bei uns in den Ländern. Und die Europäische Konvention soll nur erlauben, dass man schneller Patente bekommt in den einzelnen Ländern. Und was haben wir jetzt also quasi als nächstes? Und die Frage ist eigentlich offensichtlich, kann die EPO nationale Gerichtsbarkeit beeinflussen oder darf sie das machen? Und eigentlich sollen wir sagen, nein, aber es gibt eine spezielle Menge von polnischen Fällen, aber ich bin überzeugt, dass das nicht nur in Polen passiert. Ich weiß aus meiner Berufserfahrung, auch meinen wissenschaftlichen Aktivitäten, dass die Sachen, die in Polen passieren, möglicherweise auch bei euch in den Ländern passieren. Wenn man jetzt also beim polnischen Patentamt vorspricht, wenn man da nicht zufrieden ist, wenn man zum Beispiel Siemens ist, große Firmen, und das Patent abgewählt wurde, dann kann man zu einem regionalen Gerichtshof gehen und dann die letzte Chance zu einem obersten Gerichtshof gehen. Und
die erste Instanz sagt, also die erste Instanz sagt, nein, das ist nur Software. Und ihr versucht uns zu überzeugen, das ist nicht so, aber wir geben euch jetzt kein Patent. Und es interessiert uns nicht, dass es da schon ein europäisches Patent darauf gibt. Aber auch bei uns im Land ist darauf kein Patent möglich, eben weil es Software als solche ist. Und als solches gebe ich dir eben auch kein Patent darauf. Und wenn man zu den regionalen Gerichtshöfen geht, sind normalerweise die Richter auch, geben dem Patentbüro Recht und sagen, okay, nein, das ist auch keine Erfindung, darauf gibt es keine Erfindung. Und dann passiert die Magie. Man geht eben zum höchsten Gerichtshof und die letzten paar Jahre ist Folgendes passiert. Das hier ist eins von den Urteilen, aber ich kann mehrere davon nennen. Und hier sind quasi Anweisungen, die nennt man nicht Anweisungen, das sind Rechtfertigungen für das Urteil. Und das sagt hier, das polnische Patentamt muss dem EPO folgen. Und das ist über dem nationalen Recht. Und wenn das aber wahr wäre, dann wäre das, ging es um dieselbe, also das wäre wahr, wenn es um dieselbe Sache ginge, aber das EPO geht gar nicht um den Inhalt von Patenten, sondern nur um prozedurale Vorgaben. Und Benjamin wird nachher drüber reden, aber aktuell jetzt haben die nationalen Gerichtsbarkeiten das Recht, Nein zu sagen. Und das wird auch zu rein nationalen Fällen angewandt, wo es noch nicht mal ein EPO-Patent dazu gibt, aber weil wir eben Teil der Europäischen Union sind, sollen wir dem jetzt folgen. Und dann sagen die auch, und damit meine ich die Richter, dass die Rechtfertigung von EPO eben auch kohärent ist zu TRIPS. Und ich würde euch empfehlen, mal zu der Webseite, die da steht, zu gehen, denn da gibt es eine Erklärung vom Max-Planck-Institut, dass auch die Länder nach wie vor unabhängig sind, auch wie sie den technischen Charakter interpretieren. Also sie müssen da die Rechtfertigung von EPO nicht folgen. Das ist also einfach schlicht eine Lüge. Und letztendlich steht hier auch noch, dass das polnische Patentamt EPOs Entscheidungen folgen muss und auch den Rechtfertigungen folgen muss. Und die polnischen Richter sagen jetzt, na, wir müssen da dem jetzt folgen, denn das hat was mit dem Allgemeingut zu tun. Und die Richter der EPO, die haben hier eben das letzte Wort. Und ich habe euch schon am Anfang gesagt, dass es hier Änderungen gab zu der Europäischen Patentkonvention, was diese Ausnahme betrifft von Softwarepatenten, weil die USA uns zwingt, das zu tun. Das ist, was dieser Innovative Technologies Bill, das Gesetz in den USA. Und also zuerst mal haben die gar keine spezielle Regel, die sagt, Softwarepatente sind erlaubt, aber es gibt einen großen Interesse, dass man das hineinlesen könnte in diese Vorschrift. Denn es sagt, man kann ein Patent auf einen Prozess bekommen. Aber als diese Regel aufgestellt wurde, da hat niemand über Computerprogramme nachgedacht. Das heißt, dieser Prozess, der hat nichts mit dem Prozess, den eine Maschine macht, nach einem Algorithmus zu tun. Und was die auch haben, ist, die haben nicht diese Ausschlusskriterien, aber die haben eine weitere Ausnahmeregelungen, wenn es ein Naturgesetz gibt, ein Naturphänomen oder eine abstrakte Idee. Und dann muss der Richter eben sagen, okay, ich schaue mir jetzt die Erfindung an zum Beispiel Geschäftsmethoden werden dann über Softwarepatente eingeführt. Also jemand hat da eine Möglichkeit, wie eine Geschäftsmethode dann über ein Softwarepatent eingeführt wird. Also guckt euch mal diese Zahlen an, die sind jetzt ziemlich neu von Oktober. Wie ihr sehen könnt, sind die gültig unter der Vorschrift, die sagt, wie hoch die
das Level der Erfindung sein muss. Und es ist fast alles über Software, wenn ich es euch richtig anschaut. Und wenn ihr euch das anschaut, seht ihr, dass die USA auch nicht mehr so wirklich Pro-Software-Patente sind, sondern sich das ändert. Und was in Amerika jetzt los ist, das ist ziemlich super. Vielleicht kennt ihr John Oliver, er ist brillant und ich wollte sein Video zeigen, aber es ist leider nicht möglich. The Last Week Show mit John Oliver und er erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber manchmal rede ich politische Erzählungen über das polnische Regierung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber was er gesagt hat, amerikanische Firmen denken, dass in Texas gibt es ein Gericht in einer Stadt, das die Schmerzen der großen Firmen versteht. Und also falls du jemanden verklagen willst, dann musst du da hingehen. Und es gibt halt viele Gerichtsverfahren, die dann dort hingebracht wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber es war dann eine Journalistin vor dem Gerichtshof, die gesagt hatte, dann ging es um ein Verfahren, ob da Schnee ist oder nicht, aber von Samsung und ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber das ist die amerikanische Einstellung zurzeit und ich will jetzt nicht durch die ganzen Verfahren durchgehen, aber die Einstellung hat sich geändert von der Zeit, als die Gerichte gesagt haben, dass es genug ist, wenn ihr neue Software habt und keine neue Maschine ohne neue Erfindung. Aber jetzt, nach dem Bilski-Case und dem Alice-Case, wollen die amerikanischen Gerichte keine Patente mehr geben für abstrakte Ideen. So, also das sind Beschreibungen der Fälle, also falls ihr durchgehen wollt, könnt ihr es euch anschauen. Was ich euch auch sagen wollte, ist, was für Europa wichtig ist, was in den USA super war, 2011 eine super gute Konferenz, es gab viele Leute, die verschiedene Interessen vertreten haben. Nicht nur Rechtsanwälte. Also es ist egal, dass es vielleicht keine Anwendung gibt. Manchen ist es egal. Das kann einfach so. Und wenn es halt, wenn viele Patente gegeben werden, dann wollen halt mehr Firmen auch ein Patent und es dann auch durchsetzen. So, jetzt wissen wir wenigstens, wo wir stehen und die Situation ist nicht gut. Manche kriegen kein Patent, manche kriegen ein Softwarepatent und das ist auch nicht gut. Und da sollten wir dagegen sein. Sind wir hilflos? Ich würde sagen, nein. Und hier gibt es Stimmen aus der Gesellschaft, die sagen, was getan werden sollte. Geht auf der Bundestagseite von der deutschen Regierung, dass sie nicht sagen, dass sie nicht sollen, die Regierung keine Softwarepatente erlauben soll. Und vom Dezember gibt es eine Resolution, die sagt, über Biopatent für Brokkoli und Tomaten, dass es da keine Patent drauf geben soll. Und genau sowas brauchen wir auch für Softwarepatente. Dass es halt erklärt, wie es verstanden werden soll und
und wie es aussehen soll, nachdem das Einheitspatent eingeführt wurde. Dann hätten halt die nationalen Gerichte keine Möglichkeiten mehr zu entscheiden, ob es das Patent gegeben werden soll oder nicht. Und die Polen sind dagegen. Wir haben die erweiterte Kooperation unterzeichnet, aber danach haben wir, kurz davor haben wir dann, ist die Regierung wieder zurückgetreten. Und dann, ja, was halt wichtig ist, dass nur weil die Direktive 2005 zurückgewiesen wurde, heißt es nicht, dass es jetzt, dass wir keine Softwarepatente haben. So, jetzt zu Benjamin. Hat das Wort. So, die erste Folie. Es gibt eigentlich noch ein Bild, das wichtig ist, aber es ist nicht da. Sonst versuche ich meinen Computer zu benutzen. Hast du Internet? Fange jetzt einfach mal an. Ich bin Benjamin Harion, ich bin aus Brüssel, Belgien, und ich habe die Uni angefangen um 1998, und das war der Anfang des schnellen, richtigen Internets an den Unis, und ich habe ein paar Webseiten gemacht in verschiedenen Sprachen. Ich habe eine Petition eingereicht zu Kommissar Karel van Miert für über den Internal Market. Und dann haben wir mit dem Gründer von der FFEI zusammengearbeitet. Und das ist so, wie ich dann zu Softwarepatent gekommen bin. Ich habe mit meiner Linux User Group an der Uni eine Konferenz organisiert. Es war so der erste Versuch, das Gesetz zu ändern mit Hinsicht auf Softwarepatente. Und dass wir halt die Ausnahme der Computerprogramme aus der Liste der Ausnahmen rausstreichen wollten. Dann geht es aber auch um internationale Abkommen, und dann muss man halt diplomatische Bemühungen anstrengen, und dann hat jedes Land, Deutschland oder so, nur eine Stimme. Und das ist. Jean-Paul Schmitt hat es dann geschafft, die Delegation von Frankreich und anderen dazu zu bringen, diese Streichung dagegen zu sein. Und so die diplomatische Konferenz fand statt, und sie haben halt Wörter aus dem TRIPS-Abkommen eingefügt, das dazu führt, dass Patente für jede Art von Technologie gegeben werden müssen sollten. Das sind halt zwei Artikel. Und dann 2000 war es halt super frustrierend, dass wir diese Ausnahme nicht rauskriegen konnten. Und das Europäische Patentbüro hat aber schon lange Softwarepatente gegeben. Seit 1986. Der nächste Schritt war dann, dass die Gemeinschaft noch einen neuen Weg finden sollte.
und haben die Europäische Kommission gefragt, einen Prozess anzufangen, der bis 2005 gedauert hat. Das war so der Software Patents 2.0 Prozess und ich werde jetzt das Bild überspringen, auch wenn es eigentlich wichtig war. Irgendjemand hat meine Präsentation kaputt gemacht. Ich mag lieber PDF. Wir waren im Europäischen Parlament im Juli 2005 und es waren noch andere Lobbyisten da von den großen Firmen. Und es gibt da zwei Gebäude mit einem Fluss in der Mitte und sie haben ein großes Banner aufgehängt mit stimmt für Softwarepatente. Und wir haben aber auch auch Protest gemacht, mehr oder weniger, oder halt und ich war sehr verärgert nach der Abstimmung und ich habe dann einen Freund im Parlament angerufen und kannst du mir einen Kajaks mieten? Und da haben wir Kajaks gemietet und sind mit den zwei, drei Kajaks und den Bannern, die wir hatten, auf den Fluss gegangen. Das war so der Moment. Da war die Entscheidung fast schon entschieden. Also die Abstimmung nicht, aber die großen Firmen hatten dann gefragt, dann diese Abstimmung auszulassen. Und sie wollten ein neues europäisches Patentgericht. Ich war sehr überrascht, weil wenn sie das Gesetz nicht ändern können, so, aber da war ja die Sache, dass man halt nicht immer wusste, was das Gesetz ist, weil das halt aufs Land und aufs Gericht ankommt. Dann 2005, so war halt der Plan, was jetzt das Europäische Patentgericht oder Patentbüro ist, nicht die Software-Patent-Debatte neu zu öffnen, aber halt eine europäische Gerichtsbarkeit aufzusetzen, die außerhalb der nationalstaatlichen Seite ist. So, und zu der Zeit, also ich weiß nicht, vielleicht kann ich meine Slides finden. So. Also das war eine Pressemitteilung, die bei ECDA rausgegeben, die Microsoft und IBM vertreten haben. Du musstest schauen, was sie geschrieben haben und dass ihr Plan damals schon war, eine nach einem europäischen Patentgericht zu fragen. Und dass sie halt so ihr Ziel erreichen wollten. Dieser Call oder dieses Paper ist auf dieser Website dort. Filing software patents or at least helping them. And he said, yeah, we don't need this debate about software patents. So, und da gab es diesen Anwalt, der jetzt in London Softwarepatente vergibt oder dafür beihilft. Er meint halt, wir brauchen die Softwarepatentdebatte nicht, wenn wir halt diese einheitliches Patentsystem haben, dann gibt es keine Unterschiede und dann haben wir ein Gericht und das gibt ein Punkt, wo es halt entschieden wird, wo es auch falsch gehen kann, aber auch richtig eben, je nachdem.
Das ist ein Bildschirmfoto von der Website oder so. Es gab eine Umfrage über EU-Patente von der Kommission und es gab viele Einreichungen von Firmen und überhaupt auch sonst. Und das Ergebnis dieser Umfrage war, dass ein Abkommen neu verhandelt wurde, das EPA, also das Patent, Gerichtsbarkeitsabkommen. Diese nationalen Patente müssen halt immer noch von Land zu Land verhandelt werden. Und dieses neue Abkommen sollte dann eben dafür sorgen, dass, oder sie haben diskutiert, dass es eben dieses Abkommen geben sollte, und das war 2007 schon. Es wurde dann hauptsächlich zurückgewiesen von Frankreich und so, weil sie halt meinen, das passt nicht mit dem europäischen System zusammen. Frankreich meinte, wir haben verfassungsrechtliche Probleme, und dann haben sie noch eine Version gemacht. Und dann gab es ein anderes ähnliches Abkommen noch, oder einen Vorschlag für ein Abkommen. Sie haben verschiedene Versionen nochmal gemacht über die Jahre, bis sie so eine Version hatten, die man kompatibel nennen konnte mit allen verschiedenen nationalen Ländern. Und 2012 wurde das dann unterschrieben, was gab uns dann das Europäische Einheitspatent, Europäische Patentgericht, was aber bei den nationalen nationalen Parlamenten abgesegnet werden musste. Und 8 Länder haben es schon ratifiziert. Aber die Hauptländer, die es unterschreiben müssen, sind England und Deutschland, und die haben es noch nicht abgesegnet. Einerseits wegen den UK, und ob man aber nicht weiß, ob sie halt aus der EU austreten oder nicht. Und dann weiß man nicht genau, was mit dem Abkommen passiert oder nicht. Was ich noch sagen wollte, dieser Ausschnitt kommt von der Website des Europäischen Parlaments im September. Und sie sagen, sie haben eine FAQ. Kann Software unter den neuen Richtlinien patentiert werden? Und sie sagen, nein. Und dann dachte ich so, ja, das ist Propaganda, und sie wissen nicht, wovon sie reden oder so. Das ist ein Tweet von einer Konferenz, die es zuletzt gab, wo ein Sprecher des EPO gesagt hat, das Patentgericht gibt Harmonisierung für ICT und ist wichtig dafür, und ja, so seht ihr halt, dass es irgendwie gegenübersteht und nicht zusammenpasst. So sieht man, wie sie es den Leuten verkaufen und wie es dann in der Realität aussieht. Ja, also ich habe noch eine kleine Initiative gestartet diesen März. Und zwar haben wir in Belgien ein ganz interessantes Land mit 3 offiziellen Sprachen, hauptsächlich Deutsch, Französisch. Und es gibt einen Spezialfall, wo eine deutsche Firma ein Patent haben wollte, was sie in Belgien bekommen hat, ohne Übersetzung nach Deutsch und Französisch. Und es wurde im ganzen Land als gültig erklärt, obwohl viele Leute in Belgien gar kein Deutsch sprechen. Und es gibt also ein paar sehr wunderliche Dinge über die Gültigkeit von Übersetzungen. Und das
Hauptziel von diesem einheitlichen Patentgesetz ist, dass es zwangsmäßige Übersetzung gibt für Patente. Das heißt, wenn man will, dass das Patent in 27 Mitgliedstaaten gilt, dann ist das recht teuer, weil man muss die von einem Juristen übersetzen lassen in jeder Sprache. Und die EPO hat da mit Google zusammengearbeitet, sodass es automatische Übersetzungen geben kann für Patente. Und das ist in dieser Vorschrift vorgesetzt sehen. Sie haben also über 10 Jahre jetzt gesichert, dass sie mit einem System arbeiten, bei dem Firmen rechtlich bindende Versionen in Englisch haben und nicht rechtlich bindende Versionen, die über Google Translate übersetzt werden, ohne dass die einen rechtlichen Effekt hätten. Das heißt, sie haben ein neues Gesetz gemacht, wo die automatischen Übersetzungen vorgesehen werden, aber eben ohne rechtlich bindend zu sein. Das heißt, wenn du bei Google suchst nach diesem Challenge, dann habe ich 3 Sachen eben angemerkt. Das erste waren die Sprachen, weil ich Französisch spreche als Muttersprache. Und ich fand es natürlich schon ein bisschen unangenehm, dass es keine legal bindende Version gibt in meiner Muttersprache. Und Spanien hat Widerspruch angemeldet gegen das beim Europäischen Gerichtshof. Und ein Punkt davon war eben auch die Sprache für die Übersetzungen. Ich habe eine spanische Freundin und ich war bei ihrer Familie in Spanien und die sprechen zum Großteil nur Spanisch. Und der Gericht sagt, ja, das ist schon okay, wenn man da Leute diskriminiert mit dieser automatischen Sprachübersetzung für die Patente. Und die sagen im Wesentlichen, ja, also wir geben da grünes Licht für dieses Einheitspatent, was dieses Problem betrifft. Und ein weiterer interessanter Punkt war, man hat die 3 Regulierungen und dann gibt es die Gerichtsregeln. Und ich war auf einer Konferenz Ende 2014, wo ein Microsoft-Sprecher versucht hat, durchzusetzen, dass es Regeln gibt wo es darum ging, ob man einzelne Sachen, ob man Besitz einfrieren kann oder der Richter zum Beispiel auch die stoppen kann, dass die Xbox in Deutschland verkauft wird zum Beispiel. Und das war überraschend, denn er hat versucht, Leute zu überzeugen, die keine Politiker waren, die in so einem Komitee saßen, die also die Macht hatten, solche Regeln zu schreiben. Und nachher habe ich mit einem Rechtsanwalt gesprochen, der da sehr kritisch eingestellt war und der sagte, naja, normalerweise werden die Regeln für Gerichte bei Parlamenten besprochen. Und beim europäischen Patentrecht gibt es jetzt eben diese Kammern, die da diese Regeln festschreiben und das sind hauptsächlich Anwälte und Richter, die also selbst die quasi selbst die Regeln schreiben für ihre zukünftigen Gerichtsverfahren. Und
der sagt, die Verfassung wurde verletzt, weil man die EPO nicht gesetzlich, also nicht vorhin von einem Gericht angreifen kann für das, was sie tun. Und die Regel heißt, also auf Englisch heißt es Rule of Law, also die Gesetzmäßigkeit. Und das sagt, man muss die Möglichkeit haben, eine öffentliche Autorität vor einem Gericht anzugreifen. Und leider wurde das abgelehnt, diese Klage, denn in Belgien gibt es einen Unterschied zwischen normalen Gesetzen und internationalen Gesetzen. Und wir haben leider erst zu spät rausgekriegt, dass da die Frist nur 6 Wochen ist statt 6 Monate. Und ja, also jetzt sind wir am Überlegen, in andere Länder zu gehen, wo es da keine Einschränkungen gibt, vor dem Verfassungsgericht zu klagen. Und wir wollen eine Gruppe mit Experten und Rechtsanwälten zusammenstellen, die die Menschenrechte in Bezug auf das EPO verbessern sollen. Und wir suchen jetzt also nach Möglichkeiten, Geld einzusammeln, zum Beispiel über Crowdfunding. Und was passiert jetzt also gerade? Die EPO hat eine gewisse Krise. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, dass es in den Nachrichten, es gibt ein interessantes Blog, das heißt Tech Rights. Und viele Leute, die bei der EPO arbeiten, sind recht unzufrieden mit neuen Regeln, die von dem neuen Präsidenten durchgesetzt wurden. Und es gibt Streiks alle 2 Wochen. Und die Arbeitsatmosphäre ist wirklich nicht gut. Manche Leute haben sogar Selbstmord begangen. Also die Atmosphäre da ist nicht sehr gut. Und viele Leute haben Angst. Es gibt möglicherweise Keylogger auf den Computern. Und das Management versucht zu überwachen, alles, was sie machen. Und jetzt wollte ich hier noch erwähnen, einen ganz kleinen Punkt, den man auch möglicherweise angreifen kann, was Softwarepatente angeht. Das ist Artikel 142 von dieser Patentkonvention. Und sie erwähnen hier, dass sie das Problem, also dass es hier eine zusätzliche Gruppe gibt, die normalerweise kann man wenn man internationales Recht hat, dann gibt es normalerweise die Möglichkeit, da direkt ein Abkommen zu treffen, ohne jetzt EU-Recht dafür zu benutzen. Und die nahe Zukunft, ich bereite jetzt gerade was vor auf der rechtlichen Seite, aber ich wäre sehr interessiert daran, wenn andere Leute sich anschließen und eine Koalition bilden. In anderen Ländern wie Deutschland, den Vereinigten Staaten, den Großbritannien, die also nicht. Also es scheint Nachweis dagegen zu geben, dass es eben nicht ein Gericht ist, was für die Menschen geschafft wurde, sondern es gibt jetzt immer mehr Patente, billigere Patente, Patente für Morphine, für Software, für Biotechnologie, für Medizin, für medizinische Behandlungen, medizinische Techniken. Und es gibt einen Bedarf daran, sich an die Parlamente zu wenden und zu sagen, nee, wir sind hier dagegen, denn Softwarepatente sind Monster. Und jetzt wollte ich André nochmal das Mikrofon übergeben. André ist ist im Sekretariat von SSI und er hat eine Initiative ins Leben gerufen auf EU-Ebene, dass die EPO in das EU-System eingebunden werden soll. Ja, und ich wollte dir jetzt für 1 oder 2 Minuten noch das Mikrofon übergeben. Habt ihr die Datei? Nein, du kannst es ohne die Slides machen. Ja, also ist das Mikrofon an? Ja? Funktioniert das? Ja. Okay. Also viele von den Problemen, die sind sehr, sehr technisch und sehr abstrakt für Leute, die nicht in diesem Patentgebiet zu tun haben.
Es läuft darauf hinaus, dass es um Regierungsprobleme geht, also Regierungsprobleme im Patentsystem und und unabhängig davon, ob du dafür oder dagegen bist, ob man zufrieden ist oder nicht, es sollte eine Möglichkeit für Reformierung geben, für die Möglichkeit von den Gesetzgebern in irgendeiner Art und Weise auf diesen Prozess einzuwirken. Und während der letzten 20 Jahre gab es so eine Tendenz innerhalb des Patentsystems, sich abzuschirmen vom politischen Prozess, vom demokratischen Prozess. Und das geht jetzt immer weiter. Und einer der Hauptpunkte bei diesem einheitlichen Patentgericht, es gibt hier eine Gerichtsbarkeit ohne einen Gesetzgeber, der darauf einwirken kann, der das ändern kann, was die Gerichte, und das geht ein Stück weit gegen die grundsätzlichen Regierungsprinzipien. Und unabhängig davon, wie wir jetzt Softwarepatente sehen, wollen wir auf irgendeine Art und Weise diese Institution, also das EPO, das Europäische Patentamt, wieder in das EU-System einbinden. Denn das EU-System ist sehr gut ausgebildet und das EPO ist eine Organisation auf Grundlage eines Gesetzes, aufgrund eines Vertrags in den 60ern, also auch im Stil der 60er. Also es gibt auch keinen parlamentarischen Aufsicht darüber. Also macht eine Petition an das Europäische Parlament. Ich habe eine Petition an das Europäische Parlament und ich habe jetzt erstmal eine Empfangsbestätigung bekommen. Und da geht es hauptsächlich darum, zuerst möchte ich, dass das Europäische Parlament die Macht hat, Fragen an das Europäische Patentamt zu schicken. Das heißt, oder an die Stelle, die das überwacht. Und wie bekommen wir parlamentarische Überwachung zum EPO? Und aktuell sagen sie, naja, also wir sind keine EU-Organisation und die Möglichkeit, wie wir das machen können, ist ganz einfach. Das Parlament kann einfach unabhängig mit der EPO einen interinstitutionelles Übereinkommen schließen. Und bei meiner Petition geht es darum, dass man jetzt anfangen soll, da zu verhandeln mit diesem Patentamt. Gibt es jetzt doch die Folien? Ja, also macht jetzt auch nichts mehr. Bei meiner Petition, also laut mir, ist das Europäische Patentamt eben hat nichts mit EU-Recht zu tun und ich schlage vor, dass die jetzt in Kontakt treten, um da eine Vereinbarung zu treffen, die die Mitglieder des Europäischen Parlaments dazu ermächtigt, Fragen an die EPO zu richten und die Überwachung durch das Parlament eben zu verbessern. Und ich, also der Petitionssteller, soll eben, ich möchte auch, dass das Patentrecht harmonisiert wird. Und was bedeutet das? Naja, also die europäische Patentdirektive, Softwarepatentdirektive wurde zurückgewiesen. Es gibt kein europäisches Patentrecht. Es gibt nur nationales Patentrecht. Und es gibt eben das Europäische Patentamt, das Verteilen von Patente eben übergeben hat. Und in gewisser Weise hat man jetzt dem EPO die Macht übertreten, zu entscheiden, was ist ein Patent und was nicht. Und ich bin der Meinung, es sollte eine Direktive geben, die das Patentrecht harmonisiert. Wie den Status quo. Es geht gar nicht so sehr um Softwarepatente, sondern es geht einfach nur um die Gesetzgebung auf dem europäischen Level, sodass wir die nationalen die nationalen Patentrechte harmonisieren können. Denn dann hat die Europäische Kommission bei dem Acquis Communitaire hat sie dann die Macht, denn es geht um alle Dinge, die eben auf EU-Level reguliert werden. Aufgrund der großen Unterschiede im Patentrecht, also Polen hat ein komplett anderes Patentrecht wie Deutschland, dann würde das dazu führen, auf der europäischen Seite, dass wir in der Lage sind, die verschiedenen Gebiete, in denen Patentrecht interessant ist, also wie Standardisierung, wie also das europäische ja, also die EPO kann hier nicht als Harmonisierer dienen. Das ist gut für die Balance der verschiedenen Mächte und auch was die Position der Europäischen Union auch gegenüber anderen Akteuren auf dem internationalen Level, also TRIPS und andere Handelsabkommen. Und meine Petition heißt,
Meine Petition hat eine Nummer, das ist 2370-2014. Das heißt, wenn ihr euch einfach diese Nummer 2013-17-2014, das ist der Name meiner Petition, wenn ihr den kennt, dann könnt ihr meine Petition unterstützen, indem ihr an das an den Petitionsausschuss schreibt, wow, ich finde das eine gute Idee und ich habe auch den Eindruck, dass das mit dem Europäischen Parlament sich so verhält. Lasst uns da was tun. Und ich denke, es wäre also ganz gut, wenn es da öffentliche Unterstützung gäbe für meine Petition. Und wenn Sie im Europäischen Parlament sehen, dass es da also viel Aufmerksamkeit gibt für diesen Vorschlag der Reform, das also zu sinnvoller Führung führt, unabhängig jetzt von dem Problem von Softwarepatenten, dann würde ich sagen, es gibt jetzt einen Prozess, da könnt ihr jetzt eure Sachen einführen. Ohne Prozess können wir in einem Raum sitzen und reden, aber wir können eben nichts tun. Und möglicherweise kriegen wir Anhörungen, Expertendiskussionen, wenn das hier große öffentliche Aufmerksamkeit gibt. Also merkt euch einfach 2013-17/2014. Und ich würde es also toll finden, wenn ihr hier Briefe an den Ausschuss schreiben würdet und diese Petition mit erwähnt. Danke. Thank you very much, Iga and Benjamin. Vielen Dank, Iga und Benjamin. Falls ihr Fragen habt, stellt euch bitte an den Mikrofonen auf. Wir haben ungefähr 7 Minuten für Fragen. Gibt es Fragen aus dem Internet? Ja, ich habe eine Frage. Gibt es eine Unterscheidung zwischen der Patentierbarkeit von Computersoftware und mathematischen Formeln? Kannst du das vielleicht beantworten? Wie, was zum Beispiel? Zum Beispiel Komprimierungsalgorithmen wie MP3. Ich habe von ein paar Lösungen gehört, aber die Frage ist, Sie geben Patente zu den Lösungen, die es gibt. Also es gibt halt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also gibt's halt eher, ist es eher so. In der Europäischen Patentkonvention gibt es auch eine Ausnahme für Algorithmen als abstraktes Teil, aber wenn es dann um die Implementierung geht als Computerprogramm, sagen wir, das mathematisch ist nicht patentierbar, aber wenn du es in Software implementierst, dann kann das EPO sagen, es ist patentierbar, weil es in Software implementiert ist oder sowas. Also für mich ist es abstrakt, aber all diese Ausnahmen sind alle über Ausnahmen abstrakte Sachen wie Mathematik, abstrakte Konzepte, Präsentation von Informationen, Graphic User Interface, Computerprogramme, Geschäftspraktiken, Geschäftsmethoden. All diese Sachen haben gemeinsam, dass sie abstrakt sind, aber das ist ja auch so der Vergleich zur Debatte in den USA, dass sie halt sagen, ja, okay, es ist abstrakt. Und das hat der Supreme Court in den USA benutzt, um zu sagen, das ist halt abstrakt und sollte ausgenommen werden. Und auch andere Felder werden angegriffen, wenn man an die EPO Entscheidungen anguckt, dann gibt es mal Sachen wie, was weiß ich, die Maus, die auf dem Bildschirm gezeigt wird oder... Vielen Dank für die Präsentation. Ich würde gerne die Antwort zu der Frage ein bisschen klarstellen. Also Algorithmen an sich sind nicht patentierbar, aber zum Beispiel bei MP3, wenn du einen Algorithmus hast, der dein technisches Problem auf eine bestimmte Weise löst, dann ist es patentierbar. Das war der Fall bei MP3. Also zuerst, ich habe ein paar
Sachen. Also das mit Texas, ich habe das mit Texas gehört, das stimmt. Die Firma, die ich für dich arbeite, hat uns auch, wir haben auch alle Rechtsanwälte, für die ich gehört habe. Ja, es stimmt. Also es gibt diese Stadt in Texas. Ich möchte noch sagen, im materiellen Einheitsrecht, weil wenn man halt wenn man Softwarepatente gibt, gibt es da einen Unterpunkt Patentausnahmen und es gibt eine Ausnahme für Interoperabilität, für Quellcode und Software an sich. Und Gesetzgeber haben das im Patentrecht aufgenommen. Das ist ziemlich, kann ziemlich kompliziert sein. Ja, Interoperability geht es um Dateiformate und Schnittstellen. Und jetzt hat man es nicht nur in Copyright, sondern auch im Patentrecht. Bei der Softwarepatentdirektive hatten wir dieselben Probleme. IBM hat dafür geworben, die Interoperabilitätsausnahme zu bekommen, so als Fallback, aber es war ziemlich ärgerlich, weil dann geht man davon aus, dass es patentierbar ist und braucht halt dann dieses Fallback. Diese Sicherheitsmaßnahme. Der nächste Schritt könnte sein, dass wir versuchen, Industriekoalitionen zu finden, die die Absegnung des Abkommens verhindern. Und dann die rechtlichen Schritte können dann danach erfolgen. Wenn man halt im Krieg ist, dann hat man halt eine begrenzte Anzahl Patronen und man muss dann gucken, wann man was schießt. Diese Änderungen waren ziemlich groß, also es gab viele Änderungen und als möglich, vielleicht ist es auch noch nicht so spät, weil es gab viele Änderungen. Es ist nicht so, dass man nur einen Absatz rausnehmen könnte und dann ist es die Lösung. Das wäre jetzt so die einfachste Möglichkeit, aber wir wollen einfach fast alles ändern, weil es alles zusammenhängt und so. Deswegen ist es so problematisch und nicht so einfach, das zu lösen. Okay. Eine Frage von vorne links. Ich habe eine Frage über die 20.000 Patente, die du vorher genannt hast. Also die gibt es ja immer noch. Was machen wir dagegen? Die könnten ja immer noch Firmen daran hindern, zu funktionieren oder neue Sachen rauszubringen. Was machen wir dagegen? Viele dieser Patente, die bis 2000 in der Statistik drin waren. Manche sind vielleicht schon abgelaufen. Was die Erfahrung zeigt, ist, dass man die angreifen kann, aber wahrscheinlich werden die einfach sagen, ja, okay, das ist technisch. Ja, es ist selten, dass irgendwie ja, sie sagten, Patentrecht ist nicht dafür da, um technische Lösungen zu schützen, aber auch wenn es halt irgendwie um nicht technische Sachen geht, die dann irgendwie als technisch beschrieben werden könnten und ja, dann that was the invalidation on the basis that it was abstract matter.
business method or software, but I also mentioned that nowadays it's combined. Ja, und dann heute ist es einfach alles zusammengefasst und egal, wie es genau beschrieben wird. Und je mehr Geld man hat, desto besser das Ergebnis. Und manchmal verklagen sie einfach zum Spaß, weil sie halt so groß sind. Und im Einheitspatentsystem heißt es dann auch, sie müssen klagen, weil es jetzt einfacher ist. Und ich komme zum Beispiel von einem Land, wo die Kraft der Patente relativ gering ist, aber wenn man Europa anguckt, dann Softwarepatente pro Land, dann alle amerikanischen Firmen gehen nach Deutschland, Frankreich, UK und alles andere ist ihnen egal. Und beim Einheitspatent ist es dann so, dass anstatt dass sie dann diese drei Länder haben, haben sie alle Länder für umsonst. Und dann haben alle anderen Länder auch noch mehr Patente als vorher, weil es einfach billiger ist, die Patente zu bekommen für alle Länder als vorher. Also dieses Problem der Patentinflation, das man in den USA sehen konnte, ist dann sehr relevant. Und ja, billigere Patente, die einfacher durchsetzbar sind und so weiter. Und dieses Trollphänomen, was man in den USA gesehen hat, dass alles, was man dafür braucht, gibt es hier schon. Und die Softwarepatente sind sehr, sehr schwierig zu finden und das zu definieren, weil offiziell bekommt man kein Patent auf Software, die halt nicht so genannt sind, sondern die heißen halt anders. Aber im Prinzip geht es halt um Software. Leider haben wir keine Zeit mehr. Vielen Dank, Iga und Benjamin. Ihr habt die Übersetzung.